Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland. Tam-Du, wie man sieht. Tam-Du, Batch Strength, Batch Nummer 5. 59,8%, also 64,90 €. Whiskey Base Nummer 165046. Also, was wir hier haben, ist eine schöne Verpackung. Immer wieder muss ich darauf hinweisen. Also, Verpackung finde ich gut gelungen. Hier hat man Tasting Notes. Hier hat man ein kleines bisschen Geschichte, auch Informationen dann da. Und man kann genau diese wunderschöne Flasche hier sehen. Immer wieder denke ich an Coca-Cola, wenn ich diese Flasche hier sehe. Die alten Coca-Cola-Flaschen, also richtig hübsch, richtig schön gemacht, also richtig gut. Ja, also einen Moment, ich will es aufmachen und etwas erzählen. Tam-Du hat zusammen mit Glengoyne, die gehören beide zu Ian McLeod, haben beide so eine Art Batch-Strength-Serie erschaffen. Und irgendwann ist auch, oder vielleicht kam sogar Glendronach als erstes dazu. Das sind die drei Big Boys, die es immer wieder diese Batch-Serien so gibt. Glendronach, Glengoyne und Tamdu. Irgendwann muss ich die gegeneinander vergleichen. Vielleicht kommt es dazu. Gut, bisschen Zeit im Glas geben. Ich habe hier mein schlaues Büchlein und da ist ein bisschen Information, was ich mitteilen wollte. Tamdu ist nun hier seit 9 Jahren bei Ian McLeod dabei, die gleichen Menschen, die auch den Glengoyne haben. Und früher war es in der Addington-Gruppe. Und das Interessante ist, dass sie tatsächlich da verschworen sind, Sherryfässern. Also First Fill, Second Fill, Sherryfässern, ganz wichtig. Die haben zurzeit sogar hier 24 Lagerhäuser. Ein paar davon sind Dunnage Warehouses, also da, wo diesen Tonboden da ist und ungefähr bis 4 hoch. Dann haben sie einige, die einfach racked sind, das heißt, wo man sie hinlegt. Und einiges haben sie, wurde palletized. Palletized heißt, ich komme vom Palett. Pallet, also EU, also Normpallet. Und dann Palette. Und dann kann man die einfach hochstapeln, also vertikal, nicht horizontal. Aber was auch interessant ist, das ist, dass sie tatsächlich eine eigene Küpferei haben. Seit März 2019 haben sie eine eigene Kupferei, wo sie die Fässern selbst auch dann reparieren und auch Dichtigkeitstests durchführen und können und so weiter. Und die haben einen Pläne jetzt hier für 2020, 2021 gehabt, mit ungefähr 3,1 Millionen Liter im Jahr zu produzieren. Mit einer Fermentierungszeit von ungefähr 59 Stunden. 59 Stunden ist schon der unterste Kante, von was man fermentieren da sollte, denn der Hefe braucht ein bisschen Zeit, um alles denn hier richtig denn dort aufzuarbeiten. So, ja, ich habe leider einmal hingeschaut. Brasilianische Macadamiennüsse hat man. Da hat man Zimt und da hat man auch diese Vanille. Also sehr, sehr schön. Also was mich einfach mal überrascht hatte, war, wie wenig Boom gemacht hat. Es sprang nicht vollkommen jetzt hier in meine Nase hier rein. Womit möchte ich es vergleichen? Ich habe hier neulich folgende Fass gehabt. Wir sind hier, wie ich sagte, bei 59,8. Und hier sind wir bei 60%. Ich vergleiche eher Amrut mit Tamdu als umgekehrt. Die Flasche hier ist teuer. Ja, wir sind bei 145 €. Hier sind wir bei 65 €. Die Frage ist, und das war meine Theorie, ist, diese Flasche ist ein Geld nicht wert. Und ich würde es gerne bestätigen mit euch, einfach mal, indem ich es vergleiche mit einer anderen Whisky, der so ähnlich aufgebaut ist. Das ist hier allerdings in Indien, Amrut, und das ist in Schottland. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie vom Charakter, vom Mundgefühl und auch vom Geschmack ähnlich sind. So, dunkler ist tatsächlich der Tamdu, hätte ich nicht gedacht. Süß, und da werde ich hier ein bisschen mehr Holz haben. Man merkt, die sind Geschwister, Brüder, Cousins. Boah, sind die ähnlich. Mann, oh Mann, oh Mann. Also das Nuancen, die da Unterschiede sind. Cheers, also 59,8. Ich werde vielleicht mit Wasser arbeiten. Glaube ich mir, gönne ich mir.
Also hart ist der schon. Da kommt einiges dann an Alkohol. Boom. Also meine arme, kleine, süße, niedliche Geschmacksknospen wurden jetzt hier mit der Holzhammer mehrfach bearbeitet. Am Ende bleibt eine nice, eine nette Süße, ein Zimt, ein Holzmoment, ein nussiges Moment. Ich habe Nuss mehrfach heute gesagt. Also hier steht Double Cream, also zweifach geschlagene Sahne mit Sommerbeeren. Und da hat man Zitrus, Eiche und ein bisschen Cookies. Clementine hat man sollte ein bisschen dabei. Sandy. Sandy ist der Distillery Manager. Jo, Tamdu macht interessante Sachen. Ich war erstaunt, dass es überhaupt weitergekommen ist bei meiner 12 Jahre alte Challenge. Bei meiner 15 Jahre alte Challenge ist er auch dabei. Und dann aus für den, ich glaube, das war der 18 Jahre alte, ist der Ablöser gewesen. Also vielleicht je jünger, umso besser sind die Tamdus momentan. Hängt damit zusammen, wahrscheinlich auch mit der Geschichte der Destillerie, nicht wahr? Gut, ich tue ein bisschen Wasser hier rein. Ich versuche das ungefähr auf 50% zu reduzieren. Das ist eher meine Trinkstärke als denn bei 59,8. 65 Euro, no age statement, Schauen wir mal, steht hier Non-Chilled Filtered irgendwo hier drauf? Limited Release, Nummer 5, Batch Strength. Exclusive Matured and Cherry Oak Cask, Natural Color, sehr gut. Also ich vermute, dass Non-Chilled Filtered auch bei hier unserer 59,8, aber Natural Color ist schon gut, dass das wenigstens drauf steht. Der wird süßer, der wird süffiger. Schön. Ganz kurz schweifte mein Gedanken auf einen Glengoyne Teapot und dachte, oh, das würde, jetzt hätte ich so viel lieber gehabt, der Teapot, aber der kostet doppelt so viel. Das ist wirklich hier unser Problem, was wir haben. Auch preislich denn da, was alles passiert momentan in der Welt von Whiskys. Joa, gut. Ich werde einfach mal da hier rüber gehen. Ich nippe auch einmal ganz kurz. Ah, der hat mehr Sherry, der hat mehr Holz. Jetzt kommt dieser Fenchel hier durch, was ich gestern Abend, mein Video dazu habe ich gestern übrigens gemacht, fehlte. Also einen direkten Vergleich kriege ich den. Weil da ist für mich immer wieder bei Paul John und bei Amrut haben die beide eine Art Fenchel-vegetale Moment da drin. So, ich hoffe, dass ich ungefähr die 50 erreicht habe. Heute würde ich den lieber trinken. Würde ich den lieber bezahlen? Nein. Der ist einfach sein Geld wirklich, wirklich hier nicht wert. Sorry, Leute. Okay. Was ich tun will, ist dann den auch einfach auf 25 zu reduzieren. Schauen, wie der ist. Das war ein bisschen zu viel, um das zu reduzieren. Das wäre ein bisschen schade. Wir holen uns ein Glas. Und kippen die Hälfte hier rein, damit ich es nachher genießen kann. Das ist ungefähr so viel, wie ich brauche hier für meine Reduzierungsarbeit. Und noch einmal, denn 60% beinahe ist schon ein bisschen mehr. Würde ich diesen Tamdu empfehlen? Jein. Ich glaube, dass ich tatsächlich lieber den Glengoyne trinke als das. Und der Glendronach schwankt ein bisschen mehr. Da kann ich nicht hundertprozentig sagen, was mir lieber ist. Ich muss eigentlich hier einen Test machen, nicht wahr?
Ich muss einfach mal, ich habe Batch 4 nie gehabt. Ich habe Batch 3 ein Video gemacht. Ich habe Batch 5 gekauft. Batch 4 muss ich finden. Ich muss eine Glengoyne Batch Strength finden, den ich noch nicht hatte, und Glendronach. Und dann mache ich einfach mal einen Vergleich vielleicht. Cheers. Gut. Ja, sowieso bei 50% hätte mir auch gut gefallen. 60 oder 59,8% ist ein bisschen zu hot. Batch Strength ist etwas, was man kaufen kann, auch gerade wenn man sowieso ein bisschen abgehärteter ist als ich. Und da hat man auch ein bisschen mehr davon, wenn man tatsächlich diese Whisky hat und einfach nur verdünnen kann. So, preislich bin ich hier bei einem 3-, geschmacklich bin ich bei einem 3++. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Bitte liken, bitte abonnieren, bitte teilen meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe werden. Dort werden die auch solche Flaschen hier verteilt. Alles, was übrig bleibt, bleibt auf meine PDF unten, meine Sample-Liste. Wir sehen uns jeden Tag 17:30 Uhr. Wir sehen uns jeden Sonntagabend um 21 Uhr hier mit dem Gast. Whisky Jason, ich sage Dankeschön und vergiss nicht, vielleicht auch diesen Whisky-Video zu teilen. Bis dahin, bye bye.